So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part des Pokémon Gold Threegathers. Huch, und ich muss sagen, ich habe eine lange Zeit gar nichts gedreht, nichts, wirklich nichts. Und das ist jetzt auch das erste Video, was ich nach einer Woche oder zwei Wochen drehe. Und wie ich sehe, sind wir hier in der Arena. Interessant, sehr interessant. Und ich würde jetzt auch mal sagen, gucken wir uns erstmal das Team an. Okay. So. Sarah, Sarah, das Hopsi, ja. Das kenne ich noch aus Part 1. Was los ist? Neo Sun NPM. Und Kyoko. Okay, Kyoko hat sich noch nicht entwickelt. Und ich weiß auch nicht, wie viele Orden wir jetzt haben. Haben wir die fünften Orden schon? Ja. Was ist denn da los? Fünfte Orden und wir haben nur so schwache Pokémon. Das ist ja unglaublich. Egal. Fangen wir an. Danke für deine Hilfe beim Leuchtturm. Erlaube mir, mich vorzustellen zu dürfen. Ja, gutes Deutsch, du Assi. Ich bin Jasmin, eine Arena-Leiterin. Ich setze Stahl-Pokémon ein. Stimmbruch, hast du von diesem Typ schon gehört? Er wurde erst vor kurzer Zeit entdeckt. Darf ich beginnen? Boah, was ist denn mit meinen Lesekünsten passiert? Boah, unglaublich. Nun gut, wir haben hier Jasmin. Toller Sprite, sehr süßer Sprite. Süßes Mädchen, diese Jasmin, ja. Also, die Handynummer gibt's bei mir. Und ein Magnet-Hilo, gut. Wir haben 4K drinnen. Und wir setzen einfach mal Gesang ein. Superschall. Keine Wirkung. Sehr gut, Gesang trifft. Und das Magnet-Hilo geht jetzt schlafen. Bäm. Und nachdem wir dieses Magnet-Hilo eingestiftet haben, folgt ein Feuerschlag, der sich gewaschen hat. Und zwar mit dem weißen Riesen. Haha, ein Wortwitz, versteht ihr, der es gewaschen hat. Mit dem weißen Riesen. Halt die Klappe. So, noch ein Feuerschlag und das Magnetilo sollte auch down sein. Und ja, super. Das Magnetilo geht down, super. Was kommt jetzt? Noch ein Magnetilo, ja gut, bleiben wir auch wieder drin. Ich hätte es eigentlich mit ihrem Signature-Pokémon gerechnet. Aber wenn sie das nicht reinwechselt, auch gut. So, Donner will keine Wirkung. Boah. Sowas gab es auch nur in den ersten beiden Pokémon-Generationen. Unglaublich. Gut, selbe Prozedur wie eben. Zweimal Feuerschlag, damit dieses Magnetilo ganz, ganz, ganz schnell down geht. Und zwar auch ganz einfach, ganz simpel. Nummer 1. Eieiei. Das könnte eventuell 3 Feuerschläge brauchen. Nur noch ein Feuerschlag und. Eieiei. Nein, doch nicht. Sehr gut. Das zweite Magnetilo geht auch down. Und I would say, it's time for Stalos. Wechseln wir aus auf Slowsis. Kommst du rein, Slowsis? Denn gegen ein Wasserstahl-Pokémon, Wasser-Psycho-Pokémon, kann ein Stalos nichts, wirklich auch nichts ausrichten. Besonders wenn es auch noch um diese mysteriöse. Oh, Sonntag. Ei! Ja, gut. Hat jetzt wirklich was gebracht, aber trotzdem. Könnte jetzt eventuell 3-mal Surfer. Nun gut, ich würde sagen, fluchen wir ein klein wenig. Fuck! So, Fluch. Boosten wir uns einmal hoch. So, Sonnenlicht ist natürlich stark. Und Lehmschelle. Ich weiß nicht wieso, aber ja. Keine Ahnung. Wieso auch nicht, ne? Zack, Genauigkeit des Gegners senken bringt es ja immer wieder. So, und jetzt sollte unser Stalos auch nicht so oft treffen. Kreide. Oh, hey. Gefährlich. Danger Rose. Die Breaker, sagen wir dann. Breaker. Ist ein Typ mit nasiger Stimme, wenn ihr es nicht wisst. Ein Breaker. Begriffserklärung tun. Ja, müssen wir mal nachschlagen. So, Kreideschrei trifft einfach nicht. Seht ihr? Also, es ist einfach die Boss-Aura, die ich hier ausstrahle. Es geht nicht anders. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ei, ein Volltreffer. Na gut, sie wird wahrscheinlich auffallen. Ist kein Problem, weil jetzt auch das Sonnenlicht weg ist. Heißt, wir machen jetzt erstmal doppelten Schaden von dem ihm liegenden Schaden oder einfach so viel Schaden wie beim Volltreffer. So, zack. Ah, sehr gut. Und nochmal. Diesmal trifft Kreideschrei. Und ich habe jetzt die Wahl. Werde ich hoch pokern und eventuell verlieren? Oder sage ich einfach mal, es ist
Oder ich greife mit einem Volltreffer hier an und Level 29 fürs Los ist. Ja. Geil. Aussetzer, nö. Aussetzer ist ein nicht so guter Move. Bitte nicht und ja. Ich würde sagen, 6 on. Du bist ein besserer Trainer als ich. Das betrifft sowohl Geschick als auch Feingefühl. In Überstimmung mit den Regeln der Liga überreiche ich dir diesen Orden. Dankeschön, Las Chicas. So, TGN erhält den Stahlorden, Bitch. So. Der Stahlorden erhöht die Verteidigung deiner Pokémon. Bitte nimm auch das. Mit dieser TM kannst du deinen Pokémon Eisenschweif lehren. Ja, Eisenschweif. Das haben die meisten meiner Pokémon irgendwie nicht nötig, da die ja vom Typen, also männlicher Natur sind. Ha, wieder eine Doppeldeutigkeit. Ha, versteht ihr? Regie hat die Kappe. Nun gut. Da wir jetzt hier alles im Westen aufgeräumt haben, würde ich jetzt mal sagen, wir gehen uns Richtung Osten. Auf in den Osten. Und, ja. Und, ja, was eigentlich, ne? Was eigentlich? Mahagonia City, glaube ich, jetzt, ne? Ja. Jetzt haben wir nämlich die Wahl. Gehen wir nach Mahagonia City durch den Kesselberg oder nehmen wir die Wasserroute? Ich tendiere ja grundsätzlich eher für die Wasserroute. Fragt mich nicht, warum. Aber ich tendiere eher zur Wasserroute. Nur der Kesselberg? Nee. Haben wir überhaupt jemanden Flash noch hier? Zero, nö. Loco? Nö. Nö. Ja, gut, dann würde ich mal wieder sagen. Perfekt, um Kyoko hier zu sehen. So, einmal Kyoko. Dann, die See ist ruhig. Möchtest du Surfer einsetzen? Natürlich. Mamacita. Und wildes Pokémon. Scheiße. Hoffentlich irgendeine Level 5er Pokémon. 23. That's not so good. Neo 10 LPM, let's go. Aber ein Goldini, hey, das kann ich fangen. Hornattacke. Kriegst gleich mein Horn gegen das Gesicht, du Arsch. Nur einmal Zerschneider. Ja, und ein zweiter Zerschneider. Und dann sollten wir das Ding auch, zack, fangen können. Ja, roter Bereich, Schnabel. Naja. Schnabel. Lustig, Superball. Oh no, wir haben fast keine Bälle mehr. Sichrad. Also werde ich mal den Retter der Nation spielen und Bälle kaufen. Wobei, nö, in Mahagonia City gibt es keinen Markt. Können die schön selbst machen, die anderen beiden. Ich bin mir einfach zu faul und Goldini, Goldfisch. Größe 0,6 Meter, aka 60 Zentimeter. Gewicht 15 Kilogramm oder 1500 Gramm. Nee, 15.000 Gramm. Genau, das muss stimmen. Boah, Fail. Seine Brust, Rücken und Schwanzflossen sehen anmutig aus. Daher nennt man es auch den Wassertänzer. So, Spitzname natürlich. Goldini rückwärts. Wie heißt das? Initlock. Boah. Oder? Initlock. Enkellock? Was? Enkellock? Kurt Engel? Initlock. So. Goldini. Natürlich. Nice. So, damit hätte ich auch mal wieder ein Pokémon gefangen. Nach langer, langer Zeit. Oh, noch eins. Ey, geil. Wieso nicht, ne? Mit mir kann man's machen. Ei, ei, ei. Was ist das? Las Chicas. Ja. Jetzt habe ich natürlich die Wahl. Soll ich das auffangen? Ja. Ich werde es mir fangen. Super, alter Schwede. Muss doch nicht sein, oder? No, fuck Cave. Du hast dich selbst. Nice. Very nice. I like it. Ja. Mit mir kann man es ja machen. Ja, das Kampfsystem hier läuft natürlich mal wieder richtig, richtig schnell ab. Richtig, richtig schnell. So wie ich es gerne sehe, wie ich es gerne habe. Oh, noch ein Kopfnuss. Hey, ein Dandy. Ja, so. Und Hyperball, komm. Hyper, Steigerung von Super.
den Baba von Goldini oder Enid Lock fangen wir einfach mal mit einem Hyperball. So, und Golking haben wir auch gefangen. Ist auch nicht. Pokédex vervollständigen ist auch sehr wichtig, immer. Sehr wichtig. So, Goldfisch. Eieiei. Den Text habe ich jetzt extra nicht gelesen, weil ich jetzt auch nicht hier so viel Zeit verplempern will. So. Ein Name, den man mal wieder nicht aussprechen kann. Knick. Oh. Nee. Genick. Genick. Lock. Ja, Genicklock. Genicklock. Schwitzkasten, Genicklock. Ja, genau, genau. Schwitzkasten, Genicklock. Ja, ja. Verstehe. Aprikokos habe ich jetzt nicht sonderlich Lust einzusammeln. Wieso? Aprikokos sind unnützlich, unnützlich. Stattdessen will ich jetzt lieber den Pokéball einsammeln. Hey, ein Supertrank. Hooray, hooray. Nice. I just like it, I just like it. Und die See ist ruhig. Möchtest du Server einsetzen? Tun wir mal. Und ja, wie es der Zufall so will, ein wildes Pokémon. Ein Goldini. Und so auf Level 18. Ich denke, mit diesem Goldini können wir sogar mithalten. Von daher, Yakuyoko, greif an. Du musst hier ein bisschen Sympathie bekommen. Zack. Einmal. Boah, zieht das weniger. Boah. Was machen wir denn jetzt? Alter, so ein Togepi ist echt schlecht. Bin ich mal ehrlich. In der zweiten Generation war das echt schlecht. Da finde ich das aus Hardcore Soul Silver wie geiler. Ich kann sogar hier Sondersensor, wenn es aus dem Ei schlüpft. Ich meine Sondersensor, ja, lässt den Gegner zurückschrecken. Boah. Oh, die... Kyoko, bitte. Dankeschön. Seht ihr, man muss einfach nur nett drum beten. Und, nun gut. Jetzt demonstriere ich dir die Kraft des Pokémon, das ich gefangen habe. Eieiei, das klingt sehr gefährlich, sehr dangerous. Und Amadeus. Wolfgang Amadeus Mozart. Schick bald auf, ich nicht. Wolfgang Amadeus Tentakel, wie ich ihn gerne nenne. Oder auch Wolfgang Amadeus Tentacher. Ja, das ist eine Eigenkreation von mir. Meinerseits sehr kreativ, ne? Da muss man mir schon sehr, sehr viel Kreativität zusagen. So, Waldorfisch. Eieieiei. Härtner. Gut, dass wir gewechselt haben. So ein Waldorfisch kann nämlich schon sehr, sehr böse sein. So, Rasierblatt. Hey, One-Hit. Volltreffer. Ah, Volltreffer. Ja. Ja, das drosselt hier die Freude natürlich immer, so ein Volltreffer. Da kann ich mich nicht wirklich drüber freuen, über so ein Volltreffer. Also, es ist... Wie soll ich sagen? Es lässt mich nicht freuen. Und hey, das ist mein Geheimversteck. Verschwinde, du Außenseiter. Ich bin kein Außenseiter. Ich mag die Außenseiter nicht. Ich finde die unlustig. Du Arsch. Goro. Goro, was ist das für ein Name? Und falls jetzt irgendeiner der Zuschauer hier Goro heißt. Goro ist ein toller Name. Ja, sehr toll. Ja. Das macht man mir jetzt auch gleich los. Es ist einfach unglaublich. Es ist nicht zu fassen. Wie viel Pech ich hier hab. Oder wie viel Glück der Gegner hat. Oh, Doppelkick. Wenn du jetzt stirbst, du... Oh. Es ist einfach nicht zu fassen. Oh, muss vor Kema wieder hier die ganze Sache regeln. Spukball. Das gibt's doch nicht. Wie soll ich dieses Ding trainieren? Kriegt doch hier nicht mal die einfachsten Pokémon down. So, Nidorino. Der Bruder von Angelo. So, Nidorino, Kofnus. Do it. Gut, dass es in dieser Generation noch kein Giftdorn gibt. So ausgewichen. Sehr gut. Ausgleichende Gerechtigkeit. Nochmal Feuerschlag. Und das Nidorino geht down. Sehr gut. Puh, Fokwe. Fokwe, genau, das Ding kann man auch Fokwe nennen. Ach, egal. Was haben wir hier? Ach, ist das schön, im Freien zu sein. Ich fühle mich so frei. Sebastian frei. Puh, nun gut, was haben wir hier? Wolfgang. Wolfgang schickt einen Dickter in den Kampf. Ja, das sollte eigentlich ein einfacher Kampf werden, ja? Ich nenne euch mal die Gründe. Ein Dickter Level 14 ist schneller als wir.
hält aber dafür so gut wie kein Scheiß aus. Und kaufen uns es dafür direkt ein One-Hit. Sag ich ja. 2 Erfahrungspunkte. Es geht. Hätten wir ein bisschen mehr erhofft, aber egal. Und noch ein Kleinstein. Ja gut, Kleinstein könnte eventuell ein bisschen mehr aushalten. Ist ja auch auf Level 14. Ey. Egal, Schubball. Zack, wie sieht Schubball ab? Bin ich mal gespannt. Die Hälfte, ja. Für Kleinsteins Defensivverhältnis ist das schon sehr, sehr, ja, guter Schaden. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wolfgang natürlich. Schickt Diktiere an. Wolfgang. Und auch Diktri hat uns eigentlich an sich nicht viel entgegenzusetzen. Von daher sollte eine Kopfnuss puh, reichen. Zack, ins Gesicht. Ein Schlag ins Gesicht. Deine Nase zerbricht. Es ist Regi Beng. Pablo Escobar in his bitch. Ja, lach nur. Ich würde nicht lachen, wenn ich verloren hätte. Nur noch so lausig wie du. So verlaust wie du. Du Lausebub. Du Lausemann. Naja, egal. Wir heilen jetzt erstmal unsere Pokémon mal eben hier im Pokémon Center auf. Und nachdem wir dies getan haben, würde ich mal sagen, machen wir nicht Schluss. Sondern geben dem guten alten Focker nochmal den Hinweis, dass er mal hier oben vorbeischauen soll und hier oben etwas machen soll. Und hier oben verabschieden wir uns jetzt auch. Route 43. Seht ihr sonst morgen jetzt gut. Also Leute, hier verabschiede ich mich auch von euch. Vielen Dank für die Zuhörung. Bis bald, macht's gut und ciao. Euer Rigi.